Joho Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 Zeit für Freunde in der großen Stadt mit der großen Arbeit und all den ganzen anderen Add-ons, die es gibt. Was ist mit Mio los? Mio ist irgendwie, Mio fühlt sich nicht wohl. Du musst ja vielleicht mal schlafen gehen, du siehst ja übermüdet aus. Weißt du, wir haben heute sowieso noch was vor, von daher ist das kein Problem. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich setze mich für den Computer und spiele mal was zum Ausgleich. Ich fühle mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich brauche mal, glaube ich, Videospiele, so wie früher in meiner Kindheit. Oder du brauchst ein bisschen mehr Kohle, ein bisschen mehr verdienen, weil ich habe gehört, du hast mit deinem neuen Job, den du unterschrieben hast, nicht ganz so viel gemacht. Weißt du, das fühlt sich auch nicht gut an. Ach, da muss ich dir gleich mal wieder sagen, ich bin sehr froh, dass wir das für uns so gut geregelt haben. Da wird mir ganz warm. Ja, das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass ich Spaß und Freude habe und nicht so Trübsinn und so. Aber mit Amanda momentan ist es irgendwie schwierig. Irgendwie ist sie komisch drauf. Naja, vielleicht würdet ihr zusammen einfach mal wieder essen gehen. Ein Sandwich oder sowas, weißt du? Du könntest dich gerne... Hier, wir könnten mal... Okay, dann geht einfach. Ich wollte gerade nur Dinge sagen, aber was soll's? Ich rufe dann mal an, wegen der Wohnungsbesichtigung und dann passt das schon. Gut, dann, wo war das hier? Ich brauche dringend, ich kann nicht gerade, so ist das gesellschaftliches Ereignis, das ist aber nicht das, was ich will. So, hier weiter reisen. So, auf geht's. Ein Taxi auch schon gerade, okay, gut. Wahrscheinlich steht schon seine Limousine vor der Tür, wie Steve ist schon zu Hause. Hä, aber der hat doch gerade eben, der ist doch gerade erst arbeiten gegangen, was ist denn los hier? Und zwar wollte ich mir immer mal das hier angucken. Ich wollte mir immer mal dieses Apartment anschauen. Das scheint ja wohl das reichste, größte, luxuriöseste Apartment zu sein, das es in dem gesamten Spiel gibt. Und das wollte ich mir einfach mal anschauen. Schmeichel dich so oft wie möglich bei deinem Vermieter ein, schließlich... Oh Mann! Das wäre wichtig gewesen! Naja, was soll ich sagen? Die Verstrickungen unserer Beziehungen unter den Sims haben sich doch ganz schön dramatisch weiterentwickelt und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hinführt, gerade mit Rohan und seiner Belle halt. So, hier, ihr könnt da nicht rein, nicht wahr? Ja, den Vermieter kann man wahrscheinlich ja auch nicht herbestellen oder sowas. Bestätigungsnachricht hinterlassen. Das ist die Dachterrasse hiervon. Wow, mit Whirlpool und allem drum und dran. Aha, und das geht dann... Oh, das geht über sehr viele Etagen. Naja, so. Während die beiden sich das besichtigen, gehen wir einfach mal zurück zu unseren anderen Sims. Lassen wir einfach... Die können ja das Apartment besichtigen. Ne, wahrscheinlich hat Belle gerade schon bei dem Vermieter angerufen. Oh, sie sind noch nicht da. Was soll denn das? Und wie einer so schön passend geschrieben hat, ist unsere Belle die Schöne und das Biest in einer Person. Ist übrigens ganz interessant, die Schöne und das Biest aus diesem psychologischen Aspekt heraus zu betrachten. Ich meine, das echte Märchen, also das ursprüngliche Märchen, auf dem es basiert, das habe ich mir mal angeguckt. Also die Legende danach, die macht ja gar keinen Sinn. In neueren Filmen haben sie wenigstens schon mit Logikfehlern aufgeräumt. Was ist denn los hier? Wieso fühlst du dich denn? Was ist denn? Versteckt sich vor der ganzen Welt. Bei der Arbeit beschämt. Manchmal kann jemand nicht anders als ich. Och Gottchen. Eleonora, was ist denn los? Wahrscheinlich hat sie in ihrem Studio davon erzählt, wie cool sie diese wissenschaftliche Geek-Con fand und alle so, du bist ein Beauty-Kanal, du machst so Beauty-Lifestyle-Videos, du kannst nicht irgendwie plötzlich Raketenwissenschaften cool finden. Ah, ich finde die aber so voll so interessant, so voll lustig und so. Dann schreib doch mal was darüber. Komm, schreib doch mal was in deine Kolumne. Hier, soziale Netzwerke. Und wie wär's, wenn du für ein Produkt bzw. für die Raumfahrt wirbst? Ne? Wir reden einfach mal hier zum Thema Raumfahrt. Bewirb doch einfach mal das Raumfahrtinstitut, hat sich ein Product Placement damit geholt und sich gedacht, oh, das mache ich jetzt mal so voll so, weil ich das voll interessant und spannend finde und so. Jetzt hier mal so voll, ey Leute, geht mal hier Hashtag Werbung und so, Leute, geht voll so zu diesem Raumfahrtinstitut, ey, ihr kriegt da so, erstens mal so ein Boosterpack so voll so gratis mit so Alien-Figuren und dann lernt ihr voll so viel so über das Weltall und so, voll cool und so. Ja, jetzt muss ich noch voll so das Video dazu cutten, ey, das wird ein richtig gutes Product Placement, ey, es wird so richtig super. Was ist hier los? Kampf gegen die Erkältung. Manchmal sind einfache Hausmittel die beste Medizin. Wegen flüssigem Hausmittel. Was hat sie gemacht? Hat sie einen Tee getrunken?
So, jetzt nehme ich hier einfach mal so das noch. Und als wird das gleich so gepostet, geht online, so Primetime, so voll 19 Uhr abends, voll die Primetime und alles. Voll so super, freue mich mega. Oh, Akito ist traurig. Ah. Nach dem Ende des Sponsorings wirft Eleonora einen Blick auf die Antworten. Betrug, im Stich gelassen, grauenhaft, Verrat, Gaunerei, Betrügerei. Der Geldgeber zieht sich zurück, du wurdest heftig beschimpft, hast 163 Follower verloren, bist noch nicht einmal bezahlt worden. Oh. Arme Eleonora, jetzt ist sie wieder wütende Follower wegen Werbung. Jetzt hoch hinaus, will Kanti fallen. Das funktioniert in der YouTube-Welt nicht so ganz. Aber... meine Güte, dann setz dich mal gleich an einen Chat und öffne einen Chat zu deiner neuen Bro-Freundin. Wo ist denn das hier eigentlich? Web, ne? Web. Und dann... nee, das Recherchieren. Bestellungen? Kontakte knüpfen. Hä? Ich habe da drauf geklickt. Halt, was? Ich habe auf Kontakte knüpfen geklickt. Chatten mit... kann sie mit Johanna chatten? Ist Johanna gerade da? Haben wir uns mit der angefreundet? Ja. Oh, so voll, so können wir so voll so heute ins Kino gehen und so. Ey, Johanna, ey, sag doch mal so voll so, weil ganz ehrlich so, ey, Mann, ey, war das scheiße so. Er kann sich erstmal mit Johanna austauschen. Was ist mit Steve los? Ich bin sowas von angespannt, Mann, das regt mich auf und müde bin ich auch. Ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen Power und alles. Hallo, Mio. Ja, hallo. Ich blase auch Trübsal, find's nicht so toll hier. Ja, brauche jetzt erstmal ein bisschen Musik, damit ich nicht mehr so angespannt bin und alles. Oh, jetzt fühle ich mich gleich viel besser, aber ich bin mega übermüdet. Mein Job ist ganz schön anstrengend, weißt du, aber es stellt mich zufrieden und ich mache jetzt endlich mal das, was ich will und das ist cool und so und ich hab coole neue Leute kennengelernt. Das hat er ja wirklich. Er hat wirklich coole neue Leute kennengelernt. Er ist gerade so dabei, sich wirklich selbst ein bisschen zu finden und dass das angeht, cooler zu werden. Oh. Aber romantische Interesse und Liebende steht da immer noch. Also seine Gefühle für Eleonora sind nicht weg. Das hat mich jetzt mal interessiert, ob seine Gefühle für Eleonora weg sind, aber die sind immer noch da. Wie sieht das von Eleonoras Seite aus? Romantisches Interesse. Ja gut, Liebende ist sie nicht. Also sie liebt ihn nicht, aber sie hat romantisches Interesse an ihm. Das ist interessant vom Spiel. Akito ist fix und fertig. Ich dachte, ich gebe ihm mal ein trauriges Moodlet, damit er wenigstens für einen kurzen Moment mal traurig ist. Das hat auch genau so lange gereicht, wie man sich über solche Dinge Gedanken macht. Wo steckst du denn? Ich stehe hier im Bad. Und betrachte mich selbst im Spiegel. Ja, wie wäre es dann mit sich frisch machen? Hier, komm. So, jetzt motiviere ich mich mal. Ich mache mich jetzt frisch. Cool und besser und alles. Und so eine Achterbahn der Gefühle kann ich jetzt gar nicht vertragen. Ich hasse das. Ich will nicht traurig sein. Und da war ich schon, das war schon oft genug als Kind. Und als Teenager. Und als. Und jetzt halt als Erwachsener auch. Nicht so cool. Hm. Ja, so mag ich mich. Ich find mich cool. Auch mit den langen Haaren und allem. Es ist mein neuer Style und damit fühle ich mich wohl. Ich kann mir vorstellen, dass Akito sich damit ganz gut identifiziert. Was hattest du eigentlich noch alles so für Outfits bei dir? Ja, prinzipiell. Also das Outfit steht ihm echt ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nicht eine Jacke von den Bowling-Accessoires nutzen könnten. Die ihm auch vielleicht ganz gut stehen würde. Hey, mal gucken, was hier cooles Neues im Kleiderschrank finde. Man findet ja manchmal so spontane Sachen oder alte Dinge auch und so. Von daher, mal schauen. Also, neue Objekte. Packs. Bowling Center. Bowling Abenteuer, genau. Nicht so wirklich. Also, die Jacke steht ihm. Yikes. Auch schade, dass die Kerle da so wenig bekommen haben. Den Frauen ist es wieder viel mehr. Ey, sowas kann Akito tatsächlich auch tragen. Es ist ein bisschen sehr brustbetont. Er kann das tragen, ne? Finde ich jetzt interessant. Das war jetzt nur mal meine Idee, zu gucken, ob man nicht etwas von den... Es hat ein bisschen zu sehr brustbetont. Da sieht man, dass die bei den Klamotten ein bisschen schummeln und die Schattierungen bei den Klamotten so setzen, dass es busenbetont ist. Damit es bei den Sims noch mehr aussieht. Schlimm, schlimm. Das ist geschummelt. Das hatte er früher auch mal eine ganze Zeit lang. Wartet mal, ich brauche hier wieder Männerkleidung, weil ich das nicht mag. Da. Ich mag das nicht mit diesem komischen Brustansatz. Das finde ich irgendwie seltsam. Super, super, ultra seltsam. Das hat Akito ja früher getragen. Das war wirklich, das wäre halt so mega back to the roots, aber dass ich das wieder wie ein Teenager. Ich hätte ihn ja ganz gerne schon so ein bisschen It's on us.
Ja, das wäre vielleicht eine. Das wäre vielleicht eine Statement-Sache. Also, das ist ein Statement-T-Shirt. It's on us. Das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ich kann nicht jedem dieses Teil. Ich finde es aber cool, aber ich kann das nicht jedem geben. Okay, das war was anderes. Ja, ist klar, natürlich. Ich kann nicht jedem diese Hüftklamotten geben. Aber It's on Us finde ich dahingehend ganz cool, dass das passt. Ja, die ist nicht schlecht, aber zu etwas höhere Schuhe. Die sind nicht hoch genug. Die sind hoch genug. Nach dem Motto, es ist an uns, was zu verändern. Und wenn er jetzt halt sagt, so nach dem Motto, nee, ich bin mit der Politik von Rohan nicht konform. Ich muss irgendwas tun und ich muss irgendwas tun, um ihn aufzurütteln. Ist das echt nicht schlecht. Kommen wir mal Stiefel. Haben wir da nicht noch was Passenderes? Die Lederschuhe dazu gehen halt voll nicht. Die waren da denke ich auch nicht. Es müsste was Massives wie die hier sein. Kann man so machen. Die sind nicht so cool. Die sind alle nicht hoch genug. Die sind alle zu hoch. Gehen nur die. Es gehen nur die. Auch wenn ich nicht begeistert bin von der Farbe in der Kombination dazu. Oder flache Schuhe gibt es für Kerle gar nicht, ne? Halbschuhe hätten wir hier. Da müssten wir mal das hier wegmachen erstmal. Also in Halbschuhen wäre das... Nein. Was zieht man denn da bitte für Schuhe an? Turnschuhe? Das sind Bowling-Turnschuhe. So normale Turnschuhe einfach nur? Ohne Socken und alles drum und dran, ne? Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die Haarfrisur mag ich echt, die ist echt super. Auch wenn das jetzt hier sogar eher ein bisschen wilder wäre vielleicht. Dass er das dann zusammengebunden trägt. Oder so. Keine Ahnung. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Nicht, dass er dann irgendwann mal so aussieht. Oh mein Gott. Nee, finde ich ganz cool, die Klamotten. Lässt ihn auch wieder so ein Tick jugendlicher aussehen. Nicht ganz so feminin. Ja, nun mal, es gibt nun mal Klamotten, die man klar als feminin identifiziert. So als Durchschnittsmensch. Und von da aus ist es ja nicht so schlimm, ne? Gut. Da fühlt er sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen cooler. Ich kann mir vorstellen, dass Akito jetzt in der nächsten Zeit durch eine gigantische Gefühlsachterbahn geht und ihn als völlig fertig... Was ist denn hier los? Sich gefangen fühlen. Einem sprunghaften Sim fällt es schwer, immer dasselbe zu erleben. Vielleicht ist es an der Zeit für eine Abwechslung. Ja, sie mag das halt nicht. Immer wieder das Gleiche tun, immer wieder das Gleiche erleben, immer das Gleiche machen. Geh mal auf die Toilette. Und haben wir noch was zu essen übrig? Wir haben noch was zu essen übrig. Dann nimm dir was zu essen. Das ist doch schon mal was. Steve hört Musik, fühlt sich jetzt besser. Du könntest einfach auch schlafen gehen. Was war das jetzt hier? Was los? Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Hast du Lust, zusammen abzuhängen? Mangold privat... Okay, dann ist... Okay, Akito wird jetzt was Wichtiges gefragt. Gut, dass wir uns gerade umgezogen haben. Die anderen können sich ja mal um sich selbst kümmern. Rohan schaut sich sein neues Apartment an und regelt da wahrscheinlich gerade die Finanzierungspläne. Wahrscheinlich kriegt er einfach eine dicke, fette Spende. Und Akito kann sich jetzt bei seinen Freunden wenigstens mal ausheulen. Okay, und was ist jetzt mit was Wichtiges? Was ist denn hier los? Sich altmodisch fühlen. Gedemütigt, ja, kurz einen Blick in den Spiegel. Oh, deswegen hat er sich auch was Neues angezogen. Kannst ja gleich mal hier Hallo sagen. Hi, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich habe halt echt gerade sowieso voll mega den Scheißtag gehabt. Ey, stell mir vor, Rohan, der will einfach ausziehen. Weißt du, der will einfach gehen und uns alle im Stich lassen. Und ich weiß nicht, das Einzige, was aktuell mir noch hilft, ist Musik machen. Aber das war's dann auch schon. Irgendwie fühle ich mich, unfrei. Verstehst du, am liebsten würde ich mich in ein Auto setzen und einfach weit wegfahren. Oh, das tut mir voll leid für dich. Oh, das ist schrecklich. Ja, Mann, das ist, ich fühle mich wirklich nicht cool. Es ist wirklich so, als hätte ich mal, weiß ich nicht, wie so Koffeinentzug oder so, meine ganze Freude weg. Du weißt doch, ich kenne ein paar Lösungen, um deine Emotionen loszuwerden. Hast du dieses Gefühl zu flüchten, hatte ich früher auch oft. Und dann, naja? Naja, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja nicht nur das Gefühl zu flüchten. Ich fühle mich wie so ein matschiges Lama. Ich meine, du hast es gut, du bist ein Vampir. Du kannst deine Emotionen kontrollieren, aber ich nicht. Ja, dafür kann ich nichts mehr essen. Nee, das ist doch nicht so schlimm. Oh, okay. Ich meine, ich fühle mich einfach wie wertenloser Müll. Ich meine, von einem Tag auf den anderen sind die wichtigen Informationen, die kreativen Ratschläge seiner Freunde sind Rohan gar nichts mehr wert.
Sei nicht so ein... Was bist du für ein... Wie soll ich sagen? Schnappschwanz. Du musst schon mal echt ganz ehrlich zu dir stehen. Du musst da mal... Ja, ich weiß. Ich müsste sagen, was mir wichtig ist. Aber ich fürchte mich. Weißt du, Ron sieht irgendwie gefühlt nur noch das Geld vor Augen. Ach Quatsch, das Ganze ist wie ein Spiel. Du musst einfach mal reinen Tisch machen. Du musst aufräumen mit all den Problemen. Ja, ich weiß nicht. Gerade im Moment könnt ihr etwas zu essen vertragen. Was mit ganz viel Zucker, damit ich wieder fit bin. Könnt ihr euch nicht zusammen hier hinsetzen? Wow, Sina wahrscheinlich so. Also Tina, ich sag schon wieder Sina. Tina so. Ja, weißt du, wenn du das mit den Emotionen, wenn das mit den Emotionen für dich so eine Sache ist. Und diese Achterbahn der Gefühle. Verstehst du, du kannst Emotionen besser kontrollieren und anderen sagen, was du empfindest. Und hast auch die Möglichkeit, das Ganze notfalls für dich abzuwürgen, indem du wie ich einfach immer nur okay bist. Weißt du, als Vampir ist das alles viel einfacher. Ja, bitte, warum nicht? Ich meine, für Akito ist das gerade die beste Lösung, seine ganzen Gefühle loszuwerden und einfach diesen ganzen... Also er muss darauf hinarbeiten, er muss erstmal Meistervampir werden, um seine Gefühle loszuwerden, aber er kann wenigstens darauf hinarbeiten und hätte wieder ein Ziel, weil alles andere scheint ja gerade ein bisschen verloren zu sein. Ja, dann verwandle mich in einen Vampir, glaube ich. Ja, dafür muss ich dich allerdings kurz mal so ein bisschen, weißt du, ein bisschen dizzy machen. Okay, davon, was? Oh, okay, Nur ein kleiner Schluck. Weißt du, und jetzt musst du das Gleiche machen. Du musst mich hier beißen. Okay, ich gehe dich hier beißen, okay. Nicht so fest, was soll das denn? Oh, wow. Soll das so sein, dass man sich danach so schwummrig, schlecht und übel fühlt? Soll das so sein? Ja, du kannst ja ein bisschen was über Vampire lesen und weißt du Bescheid. Und ich werde jetzt meine Gefühle los. Naja, du musst erst noch an dir arbeiten. Essen ist jetzt übrigens nicht mehr so einfach. Okay, dann kaufe ich mir jetzt am besten halt dieses Buch über Vampire und dann verwandle ich mich in eine Steinstatue, emotional gesehen, wenn ich will. Ja, da steht alles darüber drin. Dann weißt du, wie du deine Gefühle kontrollieren kannst und, naja, wie du aus dir einen Roboter machen kannst. Aber vorübergehend, na gut, dann kaufe ich mir dieses Buch wohl als nächstes. Apropos kaufen, Geldprobleme habe ich auch. Ich befürchte, wir werden einen Kredit brauchen, wenn Rohan auszieht. Ich meine, ich kann mit meiner Musik nicht mehr viel, du weißt schon, reißen und so. Gott, naja, also ich meine, als Vampir habe ich vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, oder? Jetzt hör mal auf, hier so rumzujammern. Ich habe dir gerade das wichtigste Geschenk gemacht, das es gibt. Ja, das Vampir-Dasein, ich verstehe schon. Hier, du kannst ja mal, kommst halt Unsicherheiten mit, bitte um Bestätigung, bisschen selbstironisch scherzen. Oh, du machst dir jetzt so viele Gedanken, als Vampir wird sich dein Leben drastisch verbessern, das wirst du schon sehen. Okay, na gut, dann vertraue ich da mal drauf. Weißt du, du hast damit endlich die Möglichkeit, deine Gefühle zu kontrollieren. Du tobst nicht mehr, du rastest nicht mehr aus. Naja, und ich meine, gut für die Tiere ist es ja auch. Ich meine, ich esse dann kein Fleisch mehr und all solche ganzen Sachen. Und ich brauche auch keine Nahrung mehr. Ich brauche eigentlich nur so Plasmafrüchte, ne? Und ich meine, ich kann mich selbst ja nicht mehr im Spiegel sehen, dann kann ich mir auch nicht mehr denken, boah, ist der hässlich. Du bist manchmal etwas seltsam, Akito. Ich finde dich jetzt nicht hässlich. Oh, naja, ich meine, irgendwie habe ich einfach das Gefühl... Oh mein Gott, ist das normal? Ja, genau so passiert das. Wie gesagt, du musst nicht mehr essen, du musst nicht mehr weinen, du musst nicht mehr leiden und schlafen musst du auch nicht mehr. Das ewige Leben, das kann sehr verlockend sein, verstehst du? Und wenn du Fragen hast, rufst du mich an. Aber ich muss jetzt den Müll rausbringen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du wieder nach Hause fährst. Okay, dann mache ich mich mal wieder auf nach Hause, ja? Oh, Akito wird zum Vampir? Wird er zum Vampir? Ja, er wird zum Vampir. Oh mein Gott. Ich hatte diese Idee tatsächlich im Kopf, dass, naja, nee, wir nehmen Tina nicht mit, wir fahren alleine, dass Akito ein Vampir werden will, damit er seine Emotionen los wird, weil er das ja von unserer Tina kennt, weil Tina hat ja diese Emotionslosigkeit. Und dass er das nicht mehr erträgt, dieses ganze Hin und Her mit seiner Sexualität, mit dem, was er für Rohan empfindet. Und ja und nein, das verschwindet er einfach. Und Akito weiß nicht, was er tun soll. Er traut sich nach nichts und hat nur Angst. Und er will diese Angst einfach loswerden. Und wer selber unter Ängsten leidet, weiß, dass man manchmal eine Menge tun würde dafür, um diese Ängste einfach loszuwerden. Und jetzt hat ihn halt Tina ganz spontan damit überrumpelt. Und das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Aber was bedeutet das für die Beziehung zwischen ihm und Rohan? Weil Vampir? Und was ist, wenn er mal ausrastet oder sowas? Was hast du mit deiner Hand gemacht? Ist das normal für Vampire?
Okay, du kannst jetzt erstmal auf die Toilette gehen, solange du es noch musst. So oft musst du das ja wahrscheinlich nicht mehr. Rohan hat sich schon schlafen gelegt. Oh. Fühl mich immer noch traurig, obwohl ich jetzt, naja, Dinge getan habe. Hallo, Leute. Hallo, Akito. Oh, Akito, geht's nicht so gut, kann das sein? Ja, Mann, was ist denn hier bei euch alles los? Voll die trübe Stimmung, das macht mich auch richtig traurig. Naja, weißt du, Rohan sieht aus und lässt uns jetzt hier einfach mit all dem ganzen Scheiß im Stich. Ich meine, das ist halt nicht sonderlich cool, weißt du, ne? Aber... Oh mein Gott, er ist sauer auf uns. Wir versuchen ihn mal aufzumuntern, machen ihm ein Kompliment und alles. Wir können auch mal über Vampire mit Mio reden. Ja, also ich meine... Mir wäre es ganz wichtig, verstehst du? Du bist ein lieber Freund, ein guter Nachbar und es tut mir leid, dass wir dich geärgert haben. Alles wird wieder gut, okay? Wir sind Freunde und so, verstehst du? Ja, ist schon okay. Ja, das freut mich. Also, weißt du, ich finde dich nämlich echt knorke und so einen coolen Dude wie dich, weißt du, den möchte man nicht verärgern. Ja, schon okay, verziehen. Sag mal, wie findest du es eigentlich mit dem Vampir-Thema? Rohan hat sich total da reingesteigert, also... Naja, ich habe jetzt nicht so die Probleme mit Vampiren. Ja, ich auch nicht, aber mit so blöden Filmen wie den da habe ich schon Probleme. Ein bisschen tratschen, einfach nur, um hier wieder die Freundschaft zu festigen, ein paar Witze erzählen, Veränderungen der Nachbarschaft und so weiter. Ah, sehr gut. Und Akito steht da etwas traurig und unglücklich da. Dann wie wär's mal mit was zu essen, solange du noch essen kannst? Oh, wie immer ein Bild von sich und Rohan in seinem Inventar hat. Oh. Mann, ey, ich hoffe, das mit dem keine Emotionen setzt dann bald ein. Da muss ich aber richtig hart an mir arbeiten. Und du musst dafür sorgen, dass es niemand mitkriegt, dass du ein Vampir bist. Das ist dir schon klar, sonst hast du in diesem Haushalt echt riesengroße Probleme. Tja, Rohan, hat er wohl für seine neue Wohnung unterschrieben? Wenn er hier, ja gut, er schläft schon, wahrscheinlich geht das morgen los, ne, mit dem Umzug. Oh mein Gott, ich bin ja so gespannt, was jetzt alles als nächstes passieren wird. Ah! Das war überraschend, damit hatte ich nicht gerechnet. Das Spiel schreibt immer seine eigene Geschichte. Das wird wohl noch sehr interessant werden, was da auf uns zukommt, geschichtsmäßig. Besonders wenn Rohan herausfindet, dass Akito ein Vampir ist. Um seine Emotionen loszuwerden, welche Emotionen, ob sie sich denn ihren Gefühlen stellen werden, ob sie darüber reden werden oder wann das passieren wird und wie das passieren wird.